Wahl-O-Mat oder gleich die Kandidaten fragen. Frage 1: Warum? Früher habe ich auch mit diesem Wahl-O-Mat herumexperimentiert. Irgendwie war ich jedoch nie zufrieden. Heute weiß ich warum. Das Konzept ist eine Spielerei und keinesfalls schlüssig. Es gibt sogar eine Forschung dazu, also Kohorten von Leuten befassen sich mit dem Teil. Was für ein Unfug ist es doch, von einem PC-Tool befragt zu werden, das einem dann die zu wählende Partei ausspuckt. Dabei sollte man immer im Auge behalten, wer das Tool programmiert, welche Interessen dahinter stecken, ob die Fragen und die Zuordnungen überhaupt korrekt sind. Können Sie das prüfen? Wenn man sich die Fragen anschaut, die zum Beispiel zur Niedersachsenwahl gestellt worden sind, kann es einem nur grauen. Die wichtigsten Fragen fehlten. Die meisten Fragen sind nicht einfach zu beantworten, sondern erfordern Hintergrundinformationen, die die Menschen häufig gar nicht haben. Sie entscheiden doch oft auf Grundlage von Stammtischwissen, also nur auf Grundlage von Meinungen, zumeist von anderen, zum Beispiel von bekannten Medien. Die Probleme fangen schon mit der Auswahl der Parteien an. Es sind einfach nicht alle vertreten. Der Wahl-O-Mat führt also zu einer Verzerrung und Bevorzugung der etablierten Parteien, der Parteien, die seit Jahrzehnten versagen. Wir haben zwar mit der parlamentarischen Demokratie wahrscheinlich eine bessere politische Situation wie vorher, noch nie, allerdings kehrt sich diese Situation sofort ins Gegenteil um, wenn die Parlamentarier zum Großteil gekauft wären, verfilzt mit bestimmten Interessengruppen sind oder gar dumm, faul oder unfähig. Dann hätten wir eine Tyrannei. Ich erinnere dabei nur an den Fakt, dass viele Abgeordnete über Gesetze abstimmen, ohne sie vorher gelesen zu haben. Ich erinnere auch an den Fakt, dass viele Abgeordnete über Kriegsteilnahme in Afghanistan mit Ja abgestimmt haben, obwohl über 70% der Bevölkerung dagegen sind. Ich erinnere weiter an den Fakt, dass eine Mehrheit der Abgeordneten mit ihrer Zustimmung zum Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM für eine klare Finanzdiktatur sind, also am Ende für eine Tyrannei, für Finanzfaschismus. Warum? Deshalb denke ich, wir sollten die Bewerber auf die warmen Sessel des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude direkt fragen, wes Geistes Kind sie sind. So lauten meine ersten prinzipiellen Fragen. Was ist Ihr grundlegendes Motiv, sich für ein Abgeordnetenmandat im Deutschen Bundestag zu bewerben? Und welches sind Ihre drei wichtigsten Zielstellungen, die Sie für Ihre Wähler erreichen wollen? Ich versuche meine Fragen kurz, prägnant und klarzustellen, damit sie von jeder und jedem verstanden und auch genauso kurz, prägnant und klar beantwortet werden können. Ich werde diese Fragen allen Bewerbern in meinem Wahlgebiet stellen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, per Mail, Brief, persönlichen Veranstaltungen, einzeln, vielleicht auch als Fragenkatalog und die Antworten öffentlich machen. So können diese jederzeit nachgeschaut und überprüft werden, wie ein Pflichtenheft in der Wirtschaft oder anderswo. Und wenn mal ein Ziel nicht erreicht wurde, ist es ja auch nicht so schlimm. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Es muss aber Schluss sein mit dem Drumherumgedruckse und dem Ausweichen bei heiklen Fragen. Die Zeit ist reif für eine neue Transparenz. Nicht durch das Lesen unserer privatesten Korrespondenz durch die NSA und andere, sondern durch das Licht auf das Handeln aller deutschen Politiker und Politikerinnen. Wollen Sie sich anschließen? Gern. Bitte eigenverantwortlich handeln, mit eigenem Denken und eigenen Worten. Vielen Dank.